Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder du hast ja was am Kopf. Das lag auf dem Schreibtisch, das sind die Extensions für die Mütze für den Sommer. Jetzt ist es soweit, jetzt hat sie ihn erwischt. Der Matze, ehemals, und Lutze, hallo. Das ist auch, wenn die Sonne früh vom Osten kommt, bist du geschützt und abends vom Westen. Und dann wird es sowieso. Boah, jetzt geht's los. Genug so Lockdown mache ich nicht mit, weißt du, da bleibe ich zu Hause. Okay, ich mach mit. Bleibst auch? Bei dir oder bei mir? Ach so, zu Hause, ja. Jo, mal sehen. Gruß der Woche? Selbstverständlich haben wir Gruß der Woche. Ja, wir haben Gruß der Woche. Vom Anton Jennecke. Genau. Ja, der grüßt nämlich. Und zwar, wir auch übrigens, er grüßt nämlich den Max Stavenhagen. Wir auch. Wir auch. Hallo Max. So, genau. Bleibt gesund. Alle schauen die Sendung immer, und, haben sie geschrieben. Genau, wir bedanken uns natürlich, dass ihr immer fleißig unsere Sendung schaut, wie ihr geschrieben habt, oder du zumindest, Anton, hast es geschrieben. Und auch danke für die Unterstützung. Da freuen wir uns natürlich drüber, denn jeder Euro zählt. Ne? Genau, dankeschön. Und apropos, jeder Euro zählt, mein lieber Matze. Hast du das noch im Kopf? Ich hab's im Kopf. Ja? Ja, was war die Frage? Ja, am Samstag. Am Samstag würden wir normalerweise eine richtige Grillfete machen. Was da steht? Ja. Ah ja, wir würden ordentlich... Eine Grillfete machen am Samstag. Am 27., nämlich am 27. vor 5 Jahren, haben wir das erste Mal, also ich habe das erste Mal, kann ich mir heute gar nicht mehr angucken, aber das erste Mal Borkheide News TV ausgestrahlt. Wir sind jetzt 5 Jahre, oder wir werden am Samstag 5 Jahre alt. 5 Jahre, müsst ihr euch mal vorstellen. So lange. Mehr geht nicht. Und wir haben sogar jetzt in dieser komischen Zeit durchgehalten und haben jeden Montag ein Filmchen gebracht, auch wenn das manchmal nur Schrott war, aber das... Nee, es war nicht Schrott, da war immer was bei. Und Blödsinn vor allem. Ja, war immer Blödsinn. Was sollen wir sonst machen, nicht? Wir hätten ja uns auch betrinken können oder so. Oder ja, wir wären noch mal zum Fußball gegangen. Ja, wir wären mal, aber naja, so weit sind wir ja noch nicht wir mit dem Fußball. Auch, wir hätten auch mal beim Osterfeuer oder bei... Ja, aber das wollen wir noch nach 5-Jährig, also da machen wir noch mal eine Party. Wir wissen bloß noch nicht, in welchem Jahr. Wahrscheinlich stopfen wir im nächsten Jahr alles rein. Ja, mal gucken. Und sind ja jetzt schon 2... Partys verloren gegangen. Mindestens. Na, das Frühlingsfest und Glühwein trinken. Ja. Also. Und jetzt fällt die nächste ins Wasser, ist die dritte. Also wie es so lang gehen soll, mal gucken, wie viele Wellen noch kommen. Jo, na gut, dann von uns zur Jugendfeuerwehr. Möchtest du bei der Jugendfeuerwehr mitmachen? Bist du 8 Jahre alt? Ja. Ja? Also, wir haben eine Mail bekommen von der Jugendfeuerwehr und wir möchten euch mitteilen oder sollen mitteilen, dass unter Auflagen die Jugendfeuerwehr wieder trainieren darf und natürlich Nachwuchs sucht. Und zwar ab 8 Jahre darf man bei der Jugendfeuerwehr hier in Borkheide mitmachen. Und die Trainingszeit der Jugendfeuerwehr ist immer am Dienstag von 17 bis 18:30 Uhr. Das bleibt momentan auch erstmal so. Da mehr Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Also wer sein Kind, egal ob Junge oder Mädchen, zur Freiwilligen Feuerwehr, zur Jugendfeuerwehr bringen möchte, kann sich dort melden. Und zwar dann bei dem Daniel Kühn. Der freut sich darüber, wenn noch ein paar Kiddies dahin kommen und die alten Herren und Damen später ablösen können. Unterstützen. Hast du jetzt die alten Herren und Damen gesagt? Die alten Herren, habe ich das gesagt? Nein, das natürlich nicht. Alles junge Leute bei der Feuerwehr, alles junge Leuterinnen. Hör jetzt auf. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Sprachbarriere. Das ist nicht mehr barrierefreies Sprechen, das ist furchtbar. Also, auf zur Feuerwehr. Unter Auflagen dürfen die wieder trainieren. Ich bin übrigens 8 gewesen und 18 bin ich auch schon gewesen und deswegen... können wir hier für die Feuerwehr nur Werbung machen und nicht selber mitmachen. Auch du nicht. Auch wir nicht? Fang nicht an, nein. Nee? Nee. So, dann haben wir noch eine Information, und zwar die Brücker Straße in Beelitz. Die ist gesperrt, und zwar ab heute. Ich war da heute mit dem Fahrrad unterwegs. Da ist die gesperrt. Hast du einen Zettel, ja? Musst du ablesen. Ich weiß auch gar nicht, was... Hast du Kopf wie ein Sieb, musst du aufschreiben. Ja, und zwar bis zum 23.12.21 ist die Brücker Straße gesperrt. Also mit dem Fahrrad kommt man ja da noch am Fitnessstudio links da vorbei. Aber mit dem Auto sollte man dann über Beelitz-Heilstätten fahren oder Schäpe, Salzbrunnen oder so, wenn man da unbedingt nach Beelitz muss. Denn bis, wie gesagt, Ende des Jahres ist die Straße gesperrt, werden Straßenbauarbeiten gemacht. Alternativ Rom, Paris, Erkner? Könnte auch gehen oder einfach zu Hause bleiben. Ist ja modern heutzutage. Stay home. Sagt man so immer. Stay safe, yes. Ja, das auch vielleicht. Jo,
So, dann haben wir noch eine Info, finde ich total cool, muss ich mal sagen. Prohibition ist ausgebrochen, da geht es aber weniger mit dem Alkohol. Hier wird dann Lebensmittel werden hier geschmuggelt, wie man hier sehen kann. Ganz leckere Kartoffelsuppe. Ist das Landverschickung? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe ganz schön doof geguckt, weil das war nicht bestellt gewesen. Da kam dann hier auf einmal Post an. Und zwar vom Gasthof König Lichtenhainer Wasserfall, von der Königin dort, also von der Königin vom Lichtenhainer Wasserfall. Die hat mir uns Kartoffelsuppe und Tomatensuppe zum Probieren geschickt. War übrigens sehr, sehr lecker. Vielen, vielen herzlichen Dank auch in Sachsen. Du hast dich nicht eingeladen dazu? Nee, das haben wir doch meine Nachbarin durfte kosten. Aber da, so viel war es da denn wieder nicht. So viel war es wieder nicht. Aber war wirklich lecker gewesen und hat wirklich gut geschmeckt. Top-Idee gewesen. Vielen Dank, Elisabeth. Wir sind nämlich mir vor? Beim Essen? Beim Essen vielleicht. Wir trinken dafür mehr zusammen. Ach so. Ja, nein. War cool gewesen. Also so kann man das auch machen. Per Post die Suppen verschicken. Ich weiß nicht, wie lange sich das hält. Aber eigentlich geht die Post ja schnell. Das funktioniert schon. Jo, so, was haben wir denn noch? Ich glaube, wenn das ganze Ding hier vorbei ist, dann fahren wir mal nach Sachsen. In Lichtenhainer Wasserfall, das machen wir mal. Wir rein. Da melden wir uns mal an. Aber nee, die nehmen keine Hunde, das müssen wir noch klären. Da muss ich mir ein Wohnmobil besorgen. Es geht doch nur um dahin mal zum Essen. Ach, das können wir auch machen. Lichtenhainer. Elisabeth, schöne Grüße nach Sachsen. Wir kommen vorbei. Lichtenhainer Wasserfall im Kirnitzstall. Wetter, mein lieber Matze. Viel mehr haben wir nämlich nicht. Weißt du denn, wie das Wetter wird? Ich schon, muss ich das sagen? Du kannst es ja mal versuchen, aber du weißt ja, wenn du jetzt Schnee ansagst, steinigen sie dich. Die letzten Schneeflocken hatten wir ja gerade, ne? Abends kürzlich, und da hat es auf den Autobahnen ringsherum auch nochmal ordentlich gescheppert, habe ich gesehen. Ja. A9 runter, war nicht lustig. Aber da heißt es aber, bleib zu Hause, wenn es schneit. Egal, Temperaturen. Ja, es geht noch so einen kleinen Knick bis zum Dienstag. Morgen ganz, ganz wenig Niederschlag noch möglich. Das heißt, ein bisschen bewölkt, kaum Sonne. Rest der Woche wird es besser. Es geht hoch bis Freitag 15 Grad, keinen Nachtfrost mehr. Und am Samstag macht es schon wieder einen kleinen Knick. Bisschen kälter zum Wochenende und 0,4 Liter, also ganz geringe Steifigkeit. Ja, doch, ich mal, dass du kein Recht hast. Das ist hier Samstag ein wenig mit dem Knick tröppelt. Aber auch da ist immer noch ein bisschen Sonne zu sehen. Also es ist ein bisschen wechselnde Bewölkung vermutlich. Und gar nicht so schön sieht's aus, aber das ist ja auch nur Langfristprognose, hätte ich fast gesagt. Denn ganz am Ende geht dieser Zeiger wieder nachts auf Null. Siehst du das hier? Ja, das aber ganz am Ende ist ja erstmal so tief schon im April drin, da ist doch gar nicht sicher, dass das so bleibt. Ich glaube, das ist auch nur gesteuert, weil die wollen ja, dass Ostern keiner vor die Tür geht. Ja, aber das ist doch schön. Guck mal hier, da sind wir über 20 Grad, mein Lieber. 22 Grad sollen das werden. Ja. Das ist doch schon mal geil. Aber dass der Absturz da kommt, das sehe ich noch nicht. Hast du schon mal, wann hast du das letzte Mal von mir einen Absturz gesehen? Letzten Samstag? Was war da für ein Absturz? Hallo? Ja, wir sind ja hier jede Woche auf Partys unterwegs. Das ist eine Zeit für uns. Die ja, von einem Restaurant ins andere. Ja. Aber vorher zum Friseur. Aber lass uns gerne rein. Nee. So ist es. Nee, so ganz so einfach ist es leider nicht. Ja. Und schon, also sind wir wieder durch, wa, Matze? Kurz und knackig. Heute haben wir ja, Mensch, eigentlich nichts. Aber wir sind jetzt nochmal unterwegs, die Tage. Und da kommt noch was. Wir haben da auch kommt zum Thema, was die letztens, wo die den Wald zerschaufelt haben, da drehen wir auch noch ein Video. Ist schon ein bisschen rum, genau. Ja. Waldumbau-Thema. Kommen wir auch noch zu. Wir arbeiten dran. Okay, also das war's. Genießt die Sonne draußen. Freut euch über die Woche, die kommt. Lasst euch nicht erschrecken von irgendwelchen bösen Nachrichten. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und wie immer hier vor der Kamera. Der Matze und der Lutze, der auch beim Tetris das Quadrat dreht. Und tschüss.